Ihr Lieben, ich bin's, eure Heidi, und ich möchte heute mit euch diese Karte basteln. Diese Kartengröße kennt ihr ja schon bei mir und viele haben jetzt auch schon danach gefragt. Ich weiß, ich muss noch so viele nachbasteln, aber wir machen heute diese, weil ich das Material von gestern halt noch auf dem Tisch liegen habe und wir legen einfach los. Ich hole euch größer. Das stelle ich mal eben hier rein. Ich zeige es euch nochmal von nahen. Ich habe diesmal schon die Teile alle ausgestanzt, weil das Zusammenkleben etwas länger dauert. Also so sieht sie aus. Und ich stelle sie hier rein. Wir brauchen unsere Grundkarte. Und zwar, so brauchen wir ein DIN A4 Blatt, wo ich mir rausschneide. 26 mal, die Ecke ist nicht so schön, ich nehme mal die Ecke, 26 cm. So. Mal 13. Lege sie jetzt an 13 an und schneide mir das ab. Und dann falze ich das auf der langen Seite bei 13 cm. So, ich lege es wieder bei 13 an und falze das. Gut, dann haben wir unsere Grundkarte. 26 cm mal 13 auf der langen Seite gefalzt bei 13 cm. Dann brauche ich, habe ich hier noch ein Stück, meinen ersten Aufleger mit 12 mal 12. So. 12 mal 12. Das ist mein erster Aufleger. Jetzt muss ich mir natürlich ein großes Stück wiederholen, weil ich glaube nicht, dass ich noch mal so ein großes Stück an Rest habe. Ich schau noch mal. Also nehmen wir das da, nehme ich 12 mal 12. Dann kann das Schneide- und Falzbrett weg. Gut. Was machen wir als erstes? Ich trinke erstmal einen Schluck. So, und wir falzen jetzt mal unsere Grundkarte. So. Ja, da haben wir unsere Grundkarte. Dann haben wir unseren ersten Aufleger. Das ist dieser hier. Und da kommt nachher unser zweiter drauf. Was machen wir als allererstes? Wir suchen uns einen schönen Stempel aus und stempeln den in die Mitte. Hier hatte ich diesen hier. Glück beginnt in dir. Und jetzt wollte ich mal einen anderen ausprobieren. Ich habe hier auch so viele Holzstempel und ich nehme die ja nicht. Jetzt muss ich mich nur noch entscheiden, welchen ich davon nehme. Aber ich mag diesen hier und den habe ich lange nicht genommen. Und den werde ich auch nehmen. Ich hoffe, dass der was wird. Und den werde ich mir jetzt... Ihr sucht euch natürlich einen Stempel aus, der euch gefällt und zu welcher Gelegenheit das sein sollte. Und den werde ich mir jetzt hier in die Mitte stempeln. Ich hoffe, dass er was wird. Nehme mir erstmal ein Stempelkissen. Ich hoffe, dass das reicht. Und dann schaue ich mal, dass ich das so ungefähr mittig reinbekomme. Ich hoffe, das klappt. Gut, drückt das Ganze mal kurz an und lasst jetzt die Farbe sich mit dem Papier kurz verbinden. Und jetzt schauen wir mal. Ja, der ist sehr, sehr schön geworden. Den mache ich auch direkt wieder sauber. Nehme ich kurz meinen Stempelreiniger und den Stempel. Mach den mal wieder sauber. Ja, man kann da auch ein bisschen trocknen. Eine Seite ist nass, die andere Seite ist trocken. So. Und dieses
kommt jetzt hier drauf. Das wird jetzt hier drauf geklebt. Und bevor wir das jetzt da drauf kleben, wir brauchen ja unseren zweiten Aufleger. Und ihr schaut zu Hause, was habt ihr? Ihr könntet jetzt auch ein Herz nehmen. Ihr könntet jetzt ein Quadrat nehmen. Ich werde einen Kreis nehmen. Ich habe eine Kreisstanze. Und diese ist bei mir jetzt mit Rand 10,2 cm hat die den Durchmesser. Und ihr schaut vor, passt der Spruch überhaupt da rein? Ja? Gut, dann werden wir das jetzt so machen. Ich hole euch gerade mit der Kamera etwas höher, weil ich das ausstanzen muss und meine Big Shot hoch muss. Ja? Die hole ich mal eben, weil das andere haben wir ja alles, also ich schon alles ausgestanzt, sonst würde das hier jetzt wieder den Rahmen sprengen. Aber dieses hier stanzen wir uns jetzt noch zusammen aus. Ich gucke mal, dass ich euch da drauf kriege und gucke hier, dass ich wieder ungefähr die gleichen Abstände habe. Ihr könnt euch das wieder fixieren mit Washi-Tape. So, leg mir das drauf und kurbel mir das dann durch. Gut. Jetzt machen wir das direkt raus und dann habe ich das hier so ausgestanzt. Ich mache mir eben die Big Shot wieder weg. Irgendwas drauf, das machen wir eben ab. So, die mache ich mir wieder hier runter und wir machen weiter. Also, Kreis legen wir hier rüber. Ich hole euch wieder etwas runter und das brauchen wir jetzt. Das hebt euch auf, da könnt ihr noch was ausstanzen. Ich lege das mal rüber und als erstes klebe ich mir jetzt den Aufleger mit dem gestempelten Spruch klebe ich mir auf die Grundkarte. Dazu nehme ich mir wieder mein kleines Fläschchen und mache mir einfach ein paar Tropfen hier nur drauf. Und das reicht vollkommen aus. Habe festgestellt, die Flaschen sind nicht nur schön für Filigranes, sondern auch um viel Kleber zu sparen. Gut. Jetzt, natürlich nicht auf dem Kopf kleben, klebe ich mir das hier drauf. Gucke, dass ich hier wieder versuche oder ich versuche hinstellen. Ich will das Bein noch schonen, weil ich gehe stark davon aus, dass ich in 2 Wochen wieder arbeiten kann. Also ich schone das auch noch. Ich will auch wieder arbeiten. Das ist, als wenn man mal sowas am Bein hat wie eine Fußfessel. Und das ist echt schlimm. Und ihr seht draußen das tolle Wetter, wie es kommt. Und man kann noch niemals spazieren gehen. Und gerade mal bis zum Balkon. Und das ist dann schon ärgerlich. Aber davon genug. Und jetzt werde ich mir diesen Aufleger hier drauf machen. Und den werde ich aber mit so Abstandshalter da drauf machen. Da habe ich ja diese Klebepunkte. Entweder bekommt ihr, also ich kann ja nur von mir sprechen, ich bestelle die entweder bei Stamping Up, die bestelle ich immer mit, wenn ich Papier bestelle, sonst nicht so außer Reihe, wirklich, wenn ich nur Papier bestelle, weil mir persönlich sind immer die Versandkosten zu hoch da. Deswegen, wenn ich Papier bestelle, bestelle ich die gleich mit, genau wie diese hier. Oder wenn ich bei Temu bestelle, dann bestelle ich die auch mit. Für mich der Unterschied ist halt, klar, die Qualität ist anders, aber im Endeffekt ist es nur, dass ihr bei Stamping Up die Folie schneller abkriegt und bei Temu nicht. Und das finde ich jetzt, es ist immer meine persönliche Meinung, ist der Unterschied. So, jetzt habe ich hier auf den Ecken das drauf gemacht, weil ich will ja nachher hier noch die Blätter drunter schieben. Jetzt mache ich erst die Trägerfolie ab. Das hier wieder in meinen Tischmülleimer. So. Und
gut. Und dann kleben wir, jetzt muss ich mal gucken, dass ich hier auch gerade komme. Das ist nicht so einfach. Ich muss das gerade mal mehr zu mir rüberholen, damit ich etwas, ups, den gleichen Abstand habe. Schau ich, nee, das ist noch nicht gleich. Ich muss noch mal kurz abmachen. Wie gesagt, stellt ihr euch oder wenn ihr das so drüber gucken könnt, ich kann es nicht. So müsste es passen. So. Und dann habe ich das so hier drauf. Und dann haben wir ja hier, dass wir hier immer schön was drunter kleben können. Ja, also so sieht die Karte bis jetzt aus. Ich hole euch etwas höher, aber auch etwas näher. Gut. Und dann fangt ihr an, ihr holt euch Blüten, ihr holt euch Blätter, was ihr habt und dekoriert drumherum. Wir machen natürlich das mit meinen Sachen. Ich habe hier so eine Blattstanze. Ich hätte aber auch hier noch so eine andere Blattstanze, die habe ich jetzt nicht ausgestanzt. Diese hier, das hätte man auch, wenn ich euch das nur zeige, man hätte das auch. Jetzt lasst euch nicht irritieren, dass hier ein Blatt ist. Man schneidet das ab und setzt das anders wieder dran. Das werde ich hier gleich auch machen. Also, da könnt ihr euch was nehmen. Und zwar, von dieser habe ich jetzt 3 Stück ausgestanzt. Dann kennt ihr mein neues Efeu. Das hatte ich von, wie hieß denn das jetzt nochmal? Mein Paper Project, ne? Aber da habe ich gehört, da habe ich eine E-Mail gekriegt, die ist jetzt wohl ab dieses Wochenende im Urlaub für 2 Wochen. Und da müsst ihr mal nachschauen. Ich verlinke euch aber die Seite unten nochmal. So, da habe ich mir 2 von diesen Efeu wieder ausgestanzt. Die ist wirklich wunderschön. Ich habe schon überlegt, mal so einen Baum drauf. Meine nächste Idee wäre vielleicht auch mal wirklich so einen Baum drauf zu stempeln, habe ich auch. Und das dann vom Baum so runterhängen lassen. Das sieht bestimmt auch toll aus. So, das habe ich 3-mal ausgestanzt. Das habe ich 2-mal ausgestanzt. Und dann habe ich hier die Blüten. Da habe ich diese Blüte hier. Ihr habt ja auch ganz so viele tolle Blüten. Ich sehe das immer bei Facebook, wenn ich eure Karten sehe. Also ihr macht das auch richtig toll. Manche Karten, die sind der Hammer, die ich da sehe. Und da habe ich mir aus Designerpapier, von Designerpapier, hier so Blüten wieder ausgestanzt, damit ich hier so diesen Effekt habe mit diesem Farbverlauf. Ihr könnt natürlich auch wieder Washi-Tape aufkleben. Hier habe ich zum Beispiel das. Ihr klebt das wieder auf, klebt das auf Papier und stanzt euch die Blüte dann da auch aus. Das sieht auch ganz toll aus. Da haben wir ja auch schon mal eine Karte mitgemacht. Wir fangen jetzt aber einfach mal an. Und jetzt geht es eigentlich nur noch ums Zusammenkleben. So, ich gehe dann her und stecke mir das hier so drüber, schaue, wie sieht es aus. Und dann sage ich mir halt, das gefällt mir, jetzt steht aber das Blatt ab. Also schneide ich erstmal dieses Blatt ab. Nicht wegwerfen, das können wir nachher noch benutzen. So, ich gehe her und klebe mir das jetzt hier so dran. Jetzt muss ich natürlich immer auch gucken. Machen wir mal so. Ich muss jetzt sagen, na, das passt mir noch nicht. Hätte ich doch noch anders. Gefällt mir nicht. Okay, ich sag dann, schauen wir mal. Können wir auch noch ein bisschen reinschieben, will ich das nicht. Deswegen, weil es jetzt etwas länger dauert, habe ich vor alles ausgestanzt. So, dann sage ich mir, das gefällt mir jetzt. Ich nehme meine Klebepunkte. Ihr könnt Flüssigkleber nehmen. Ihr könnt auch vorher erst alles dran legen. Das mache ich natürlich auch immer. Das habe ich bei dieser Karte gemacht. Und dann gehe ich her und klebe mir die erstmal mit einem Punkt dran. Dann gehe ich weiter, nehme mir wieder den nächsten Zweig und schaue, wie kommt der am besten rüber und auch, dass er mir jetzt nicht, jetzt hat der Klebepunkt ist hier mit drauf gekommen, okay. So.
Nochmal neu. So, jetzt gehe ich wieder her und gucke, wie sieht das am besten aus. Und da fällt mir auf, halt, ich möchte diesen und diesen jetzt erstmal abschneiden, weil das verdeckt mir ja meinen Spruch. Und schaue ich mal, da verdeckt es mir auch noch. Aber so ist okay. Also gehe ich wieder her, nehme mir wieder einen Klebepunkt. Das ist jetzt wirklich ein Austüfteln. Wie sieht es am besten aus? Und es kann auch wirklich etwas darüber stehen. Das macht gar nichts. Also hier an der Seite über den Spruch sollte es jetzt nicht. Gut, und dann habe ich noch meinen letzten hier. Und dann schaue ich, wie setze ich den jetzt? Wo möchte ich den hin haben? Und da ist es jetzt so, da sehe ich, dieses Blatt nervt mich. Schneide das ab. Wie ich das sage, nervt mich. Nein, stört mich. So, gucke wieder, dass ich es wieder hier so dran kriege. Und klebe mir wieder was da dran. So. Und das setze ich mir jetzt hier hin. Gut. Und dann mache ich weiter. Jetzt habe ich diese drei schon verarbeitet von dieser Stanze. Und jetzt nehme ich mein Efeu. Cool. Da schneide ich mir jetzt erstmal hier unten was ab. Oder sogar hier. Und mach es mal so und ich gucke, wo gefällt mir das jetzt. Und das Efeu setze ich mir jetzt hier rein. Und da ist es so, da nehme ich mir jetzt den Kleber und mache mir so ein paar Tropfen auf ein paar Blätter. Irgendwo hier eine Pinzette. Ja. Und dann schiebe ich mir das hier so rein und drücke mir das Ganze an. So, dann habe ich hier wieder Efeu und dann schaue ich mal, ob ich das hier unten hin habe oder ob ich das hier mag oder ob ich erstmal eins von den großen wieder nehme. Das schneide ich mir auch erstmal wieder hier ab. Am besten ist so, habe ich festgestellt. So. Und dann schaue ich mal. Ob das jetzt hier so aussehen würde. Jo. Oder lieber hier, nee, das ist noch nicht so, wie ich das so will. Nehmen wir hier mal eine stumpfe Schere wieder. Schau mal hier. Das ist wieder wirklich eine Sache, wo man sagt, ja, da möchte ich das gern hinhaben. So, wieder Kleber dran. Stellen und dann schauen wir mal und dann setzen wir das hier so drüber. Gut, dann nehme ich mal hier was und gucke mal, wie das hier so aussieht. Also das ist wirklich jetzt so, das wird anders wie da, aber das ist ja auch schön. Das ist ja alles irgendwie so ein kleines Unikat. Schau ich mal.
Ja, das gefällt mir schon so. Jetzt mache ich erstmal dieses hier fest. Uppala. Das natürlich wieder rausgezogen. Machen wir wieder drunter. So. Jetzt mache ich mir hier erst wieder den Kleber dran. Gucke ich noch mal, wie ich das so ungefähr noch mal haben möchte. Und dann drückt man das an. Und dann machen wir noch dieses Efeu. Ihr seht, dieses Zusammenkleben und hin und her setzen, das hält auf, aber das macht ja auch Spaß, ja. Das ist ja das Tolle beim Basteln und man sieht, da kommt immer wieder was anderes raus. So, gut, und dann haben wir hier Blätter und dann geht ihr her, wir hatten ja Blätter abgeschnitten. Jetzt mache ich erstmal dieses Rest hier vom Efeu weg und ich muss mal kurz einen Schluck trinken. So. Und dann haben wir ja Blätter. Und da könnt ihr jetzt noch hergehen und überlegt, wo möchte ich die jetzt noch dran haben. Und da kann man die dann noch hinschieben. Ich würde erstmal sagen, machen wir die Blüten und dann können wir die Blätter da noch zumachen. Bei den Blüten ist es so, die möchte ich wieder so diesen Effekt haben von diesen 3D-Effekt. Dazu nehme ich mir diese Blüten, lege die alle jetzt hoppala andersrum und nehme mir wieder den Prägestift. Wo habe ich denn hier? Und drehe hier so. Hätte ich im Vorfeld auch schon machen können, weil es hält ja alles im Prinzip auf. Aber manchmal wird es halt auch ein langes Video. Und es ist auch gut so und manchmal ist es auch gut so, wenn es kürzer ist. Also da ist wirklich so, ich gehe da mit der Kugel hier so immer im Kreis und dann biegt die sich so schön. Man kann auch noch von oben nach unten gehen. Und noch einmal hier. Vielleicht hole ich euch noch mal näher dran, dass ihr das seht. Also immer so hier drüber und dann wölbt sich das Ganze schon von alleine. Könntet ihr jetzt auch noch mit den Blättern machen. Und dann piekse ich mal gerade hier, weil hier auch so Löcher drin sind. Das piekse ich mal gerade auch noch raus. Aber seht ihr diesen schönen Effekt wieder, diesen 3D-Effekt, dass das so schön hoch steht. So, und hier auch noch. Gut, nehmen wir mal unsere Blümchen. So, das lege ich auch mal kurz hier rüber. Und dann gehen wir mal her und kleben unsere Blümchen hier so drauf. Da gucke ich immer vor, was sieht am besten aus. So, so. Und so, ihr hättet jetzt auch noch eine machen können. Hier noch eine hin. Dann nehme ich mir wieder diese Klebepunkte. Und klebe mir meine Blümchen hier dran. So, einmal. Draußen
draußen sind sie alle am Rasenmähen. Jetzt kriege ich das natürlich hin, doch ich krieg's ab. So, gucken wir mal, setzen wir jetzt hier. Und dann noch hier. Wem es natürlich wieder zu lange dauert, der spult vor, ist ja ganz klar. Den Sinn oder wie das jetzt funktioniert, das wisst ihr ja jetzt. Wir werden da jetzt gleich noch die Blätter dran machen. So. Hier noch. Na komm schon. Gut, das machen wir noch hier hin. So, und dann schaut man noch von den Blättern, wo möchte man jetzt noch so ein Blatt hinhaben, wo sieht was aus. Da jetzt nicht so. Jo. Hier könnte man jetzt noch eins hinmachen. Also das ist auch wieder so ein Bauchgefühl von mir. Wo mache ich was hin? Und dann habe ich hier noch, schauen wir, wir haben jetzt noch drei übrig. Das gefällt mir gar nicht. Irgendwie ist das Blatt da so ein bisschen dreckig. Nehmen wir das hier noch. Machen wir es erst dran und dann runter. Und dann sieht das schon mal so aus. Eins habe ich hier jetzt noch. Schauen wir mal, ob das jetzt hier noch etwas... Versuch. Ja. Zu viel will ich jetzt auch nicht mehr machen, weil sonst wird das zu üppig. So. Jetzt mache ich das mal kurz nochmal hier weg. So. Dann nehme ich mir nur noch meine Perlen und setze die in die Mitte von, diese Perlen, die sind von Temu. Dann nehme ich die kleinen und setze die in die Mitte der Blüten. Oh toll, ihr seht nichts. So. Die setze ich hier einfach noch rein, um noch so einen kleinen Wow-Effekt zu bekommen. So. Und hier nochmal drauf. So, wem da sowas jetzt hier nicht gefällt, der kann das auch noch abschneiden. Ich lasse das auf jeden Fall so. Meistens ist die Karte sowieso größer, das Kuvert. Ihr Lieben, ich hole euch höher. Ich hole die andere dazu. Und ihr seht, die Karten, wenn man die macht, jetzt hängt es wieder von euren Stanzen ab, von euren Blüten ab, von euren Blättern. Vielleicht habt ihr auch Zweige, von euren Sprüchen. Und so sieht die gemeinsame Karte aus, die wir gemacht haben. Wie gesagt, es kommt immer was anderes da raus. Und die hatte ich gestern halt meinen Prototypen, die hatte ich halt gestern gemacht. Die sieht so aus. Ihr Lieben, schaut, so sehen die aus. Und ich hoffe, ich konnte euch wieder inspirieren. Und ihr habt Lust, mit euren Stanzen auch so eine ähnliche Karte zu basteln. Ja, also. Bis bald, eure Heidi. Ciao.